Ich habe da zu Hause so ein Ding, das habe ich sehr hoch aufgehängt und ich habe es John genannt. Es ist mein High-Ding, John. Ich steppe ins Turnier und ich krieg deinen Standpunkt, denn du siehst aus wie von der Zwieback-Packung. Was? Die Line ist alt, die hast du schon gegen wen gekickt? Warte, mit wem Gesicht? Du hast ein optisches Dilemma, du streckst den Kopf hoch und hast einen langen Hals doch an. Andernfalls macht sich dein Doppelkinn bemerkbar. Wie siehst du, Hure, denn aus Doppelkinn und langer Hals? Du bist ne Kreuzung aus Laienzieh und Kuchen-TV. Was ein geiler Front, doch dabei frag ich mich, mit wem ich dich vergleichen soll. Kuchen hat passable Videos und Leid mit peinliche Kacke. Ja, beide sind passend, doch jetzt wird die Fresse von dir Müll eingeboxt. Was ist bitte mit dir los? Dein Nacken ist größer als dein Kopf. Also ohne Übertreibung, das muss doch alle abfacken. Geh doch in ne Crew mit SSEO und nenn dich halb Mensch, halb Nacken. Du bist ein spendabler Dude und ich laber keine Kacke. Gehst du mit Freunde was besser, dann ist es jedes Mal auf deinen Nacken. Grad entspannt sich John noch und sinkt in seine Sofa-Ecke. Meine bisherigen Lines sind wie seine Runden und kratzen nur an der Oberfläche. Hiding John, verbesser lieber mein Timing, Bronde, yeah. Deine Gegner sind Standard, ja, vielleicht. Aber sag, hast du vor uns gecheckt, dein Flow und dein Text. Du Performance und Tracks sind schon nicht so schlecht, aber nichts als Standard. Aber kommen wir zum Relevanten, wie wenig du Battlegazers hast. Hast du mir ja schon letztes Jahr gezeigt, denn ich geb mir vieles aus der letzten Staffel, mal mein Video. Dann das separat, die Lines hast deinem Video. Menschen mit Konzepten, in der Filmmesser scharf Details. Fängt mit deinem Schwenker alles ein. Du bringst auf den Bringer dann die Lines. Aber dein Verdienst ist minimal, dein Flow ist okay, doch er fickt nicht Wiesmann. Dazu brichst du Standard, als die Standard-Rappern bei Standard-Rappern schon kritisiert haben. Texte finde ich wack, peilst dich, du rappst, ohne dass du will mit deinen Texten zerreißt. Wie sehr der Kameramann blenden kann, hat er ja schon mit seinen Lens-Flares gezeigt. Du setzt dich auf Inhalt, wird es brennt sich an, setzt du auf Wirkung. Ein, zwei Punchlines, sonst nur Verpackung und kein Text. Ja, das wird schon, ich finde was offensichtlich. Aber die Fotzen sehen es nicht. Video und Sound okay, aber Text ist scheiße. Du bist mehr JPP als ich. Es ist wack, wenn du jedem sagst, der sei Durchschnitt und Standard. Aber dein Kameramann kann dich aufwerten, Durchschnitt und Standard. Werde deine Lebenswille nahm mich dem, hatte deine Klinge an die Wehen. Du willst es beenden, dann wird bei dir ein Durchschnitt zum Standard. Hiding John, verbessere lieber mal dein Timing, Prompten. Du zeichnest deine Gegner als Standard. Was denn das? Hast du Fotze gecheckt? Ist dafür unter Text und Performance und Track nichts Besonderes. Entone dein Kamerateam. Ja, okay, das war vielleicht alles ein bisschen zu ernst. Deswegen gibt's jetzt noch eine Minute Bonusrunde. Lines auf Nacken, du Hund! Junge, steppst du vor die Leute, dann sind alle verwirrt. Denn dein Nacken ist doch größer als Wandelbars Stirn. Du Abgefuckter, springst du in den Pool, machst du keinen Bauch, sondern einen Nackenklatscher. Für den Nacken gibt es jetzt einen Jagdgeschwader an Fronts. Der ist so groß, weil du permanent Nackenklatscher bekommst. Meine Lines sind so Feuer, sie können Brennholz einfachen. Du hast nichts im Schwanz, dafür schwellt Körper im Nacken. Er ist ein wütender Mensch, das hab ich gerade gerafft. Trägt er einen Anzug, ist ihm direkt schon der Kragen geplatzt. Ein anatomisches Wunder, da staunt sogar sein Biolehrer. Die Länge seiner Schals beträgt einige Kilo. Solche Lines, die sind sowieso töricht, denn er kriegt den Rachen nie so voll. Anatomisch nicht möglich. Ist sein Leben ist top. Er kann sagen, er kriegt so einen Hals. Und Giraffen geben die Props. Mit dem Sound werden Ohrlöcher gestopft. Warum trägt dieser Nacken so einen Hohlkörper als Kopf? Der ist doch unterfordert. Was man sicherlich sehen kann, der ist unterfordert. Wie ich mit meinem Gegner.